Was geht ab, Fellas? Wunderschönen Tag aus Chicago. Es ist der zweite Vlog und ihr seht es gerade schon, wir sind an der Legendary Beam. Wobei ich weiß gar nicht, wie legendary sie ist. Ich weiß nur, dass es ein riesen Wahrzeichen ist und ich weiß, dass Polo G hier das Through the Storm Video gedreht hat. Ich will euch heute im Intro des Vlogs so ein bisschen durch Chicago mitnehmen. Jetzt nicht, dass ich mir anmaßen würde zu sagen, ich kenne jetzt schon die ganze wunderschöne Metropole, sondern einfach nur die Spots, die wir uns bisher genauer angeguckt haben. Ich meine, guckt euch alleine mal diese Szenerie hier an. Wir sind nach wie vor im Millennium Park und alleine diese Skyline und das ganze Parkgelände, wie das angelegt ist, ist wirklich wunderschön. Wir sind jetzt gerade am Lake Michigan, der meiner Meinung nach eigentlich das Meer auf Michigan genannt werden sollte, denn das Ding ist so riesengroß. Chicago liegt natürlich daran, aber auch Milwaukee. Ich habe vielleicht noch ein paar Aufnahmen aus Milwaukee, als ich neulich da war, denn da war der ganze See, zumindest da, wo ich war, komplett voller Eis. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade hören könnt, ich hoffe, ihr hört es, und zwar den Wind, denn Chicago wird ja auch The Windy City genannt und es liegt unter anderem natürlich am Lake Michigan, weil dort natürlich in beide Richtungen einfach der Wind halt komplett über diese Seefläche drüber wehen kann. Und dann ist es ja so in Chicago wie in den meisten US-Städten, dass die Straßen sehr, sehr geradlinig und im Quadrat angeordnet sind, und wenn man da in der falschen Querstraße ist, kann es schon sein, dass da mal richtig krass der Wind durchballert. So, und was du hier natürlich überall hast, sind Sportläden, also hier in Michigan Chicago Sport. Gleich gegenüber haben wir hier den Official Blackhawk Store. Es gibt noch einen Bear Store. Es gibt natürlich den Bull Store am United Center. Ich will den Block jetzt nicht zu architektonisch halten, aber die zwei Türme hier sind schon sehr, sehr interessant. Shoutout an unseren Man Stefan, der bei der Community-Reise dabei war und am ersten Tag direkt eine Tour gemacht hat und uns seitdem immer erklärt, was diese einzelnen Gebäude sind. Und er meinte, dass die Idee hinter den beiden Gebäuden sind, ihr seht es da ja, dass da Autos und sowas drin sind. Der Gedanke dahinter war, dass man in einem Gebäude alles drin hat, also Parkingmöglichkeiten, Einkaufsmöglichkeiten. Ich glaube, es ist eine Schule drin, Fitnessstudio, vielleicht sogar eine Art Krankenhaus. Das habe ich jetzt aber gerade dazu gedichtet, also möglicherweise auch nicht, aber einfach... Look at this, das ist so crazy. Und man muss natürlich sagen, dass das hier schon sehr, sehr witzig ist. So, Fellas, und jetzt, wie versprochen, sind wir an einem meiner vielen Favorite Orte, denn er zieht sich eigentlich durch ganz Chicago und das ist der Chicago River. Wir haben schon ein bisschen was davon gesehen und wir sind gerade auf diesen wunderschönen alten rustikalen Brücken, die nach wie vor sich immer noch öffnen lassen. So, das können wir hier nämlich sehen. Also, all diese Brücken hier am Lake Michigan. Und ich stehe gerade wirklich genau auf beiden Seiten, lassen sich öffnen und es gibt öfter mal Shots. Also hier seht ihr noch eine andere Brücke und es geht immer so weiter in beide Richtungen. Ich habe jetzt noch einmal schnell die Straßenseite gewechselt, damit man genau das sieht, was ich eigentlich sagen wollte. Nämlich, was mir so gut gefällt, unter anderem, dass diese schönen roten Brücken eben über den ganzen Chicago River gehen, ist, dass du hier diese alten Gebäude hast oder dieses hier vor allem, was sehr, sehr alt aussieht. Wahrscheinlich ist es am Ende gar nicht so alt, aber es macht irgendwie diese Backsteinfassade. Und dann hast du aber auch diese super hohen und modernen Skyscraper. Hier wird gerade ein neuer Tower gebaut. So, und jetzt zeige ich euch noch was Interessantes. Ihr seht ja gerade über mir diese Konstruktion und das ist einfach die U-Bahn bzw. der Train hier in Chicago. Die Züge fahren nämlich komplett hier oben. Es gibt einige Straßen, die wahrscheinlich noch nicht, aber es gibt einige Straßen, wo eben dieses in Anführungszeichen U-Bahn-Netz oder Train-Netz einfach über den Straßen aufgebaut wurde und da fahren eben die Züge rund um die Uhr, wie bei uns die U-Bahn. Wir gehen jetzt sogar einmal kurz hoch zur U-Bahn, allerdings um Bus-Tickets zu kaufen. Also das ist ein bisschen verwirrend, aber wir müssen immer hier hoch, um uns die Tickets zu kaufen. Ich verspreche euch, das war jetzt total random, aber guckt mal, wo wir sind. Ich wusste nicht, dass wir genau hier sind. Hier in diesem famous Chicago Theater und insgesamt diese Straße, boah, da greifen die Tauben an. Insgesamt diese Straße wollte ich eh noch gleich mit euch machen. Aber vorher, meine Freunde, holen wir uns einmal hier unsere Bustickets heute zum Spiel. Alright, Leute, wir haben unsere Tickets und jetzt nehme ich euch wie versprochen dahin mit. Also hier haben wir es, das World Famous Chicago Theater. Und ich sage deswegen World Famous, weil ich glaube, dass jeder von euch schon mal dieses Sign hier gesehen hat. Etwas, was ihr bestimmt noch nicht so häufig gesehen habt, das befindet sich hier, nämlich Chicago ESPN oder ESPN Chicago. Und dann nehmen die die Radiosendung einfach hier auf. Also das wird hier über einen Lautsprecher quasi nach draußen abgespielt und die Jungs sitzen einfach da drin und führen diese Sendung. Achso, und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Chicago liegt in den USA. Also falls ihr es mal vergessen solltet, dann haben sie, glaube ich, die ein oder andere Flagge, die euch daran erinnert.
So, und jetzt nochmal ganz kurz. Also wir sind jetzt gerade auf der State Street, Ecke Washington oder Ecke Madison, je nachdem, wo wir uns gerade befinden. Ich bin gerade zwischen den beiden Blocks. Und hier hat man eigentlich alles, was man braucht. Jetzt einfach nur so von den ersten Einkaufsmöglichkeiten. Also hier gibt es Footlocker, hier gibt es ein Target, wo sowieso alles drin ist. Hier gibt es einen Bandstore, hier gibt es einen Champs. Ich glaube, hier gibt es sogar einen Lidl für die ganz krassen Trikot- und Cap-Fans. Okay, Leute, jetzt muss es gerade schnell gehen. Sorry für die hektische Introduction. Aber wir steigen jetzt einmal hier in den Bus ein. Wir haben unsere Karte geholt. So. Ja, und jedes Mal müssen wir stehen, weil diese Busse ins United Center einfach crazy voll sind. Also heute hat Michael Jordan aus welchem Grund auch immer ein Sox-Jersey an. Ich schätze mal, dass die Sox heute spielen. Excuse me, ich bin hier gerade durch alle Bilder durchgelaufen, my bad. Der hat heute einfach Sox-Gear an. Da hinten kann man so ein bisschen Baseball machen, also es scheint heute eine besondere Nacht zu sein. Alright, Fellas, wir sind zurück in unserem neuen Wohnzimmer, nämlich dem United Center. Und ich habe sehr, sehr gute Neuigkeiten für euch. Zum einen, Zach LaVine spielt heute. Den sehen wir hier gerade beim Warm-up. Und wir haben hier Jaylen Brown, Jason Tatum, ich glaube, Derek White läuft da auch rum. Die Community hat da oben schon ihre Sitze eingenommen, die Jungs sitzen da, bauen sich gerade ein paar Burger. Und ja, Mann, ich freue mich einfach extrem, mal wieder hier zu sein. Ja, ihr wisst ja, dass Jaylen Brown schon ewig einer meiner Lieblingsspieler ist. Deswegen sehr nice, ihn endlich mal live sehen zu dürfen. Und irgendwo da hinten ist Tatum, genau, hier ist Tatum. Ah, wo ist mein Finger? Da ist Tatum. Und hier ist, wie gesagt, Zach LaVine. Sehr nice, weil der hat das letzte Spiel nicht gemacht. Zach LaVine steht literally vor uns. Zach LaVine beim Warm-up. Schön, dass er wieder da ist. Yes, sir, swish. Und hier haben wir gerade Marcus Smart vom Aufwärmen, der eine richtig gute Steigerung in dieser Saison hingelegt hat. Und maßgeblich für den Erfolg der Celtics verantwortlich ist. Also normalerweise hatten wir es bisher nicht geschafft, dass wir mit den Jungs in der gleichen Reihe sitzen, aber gerade konnten wir mit sehr, sehr netten Celtics-Fans tauschen. Man sieht die da sogar einmal, da sitzen sie gerade. Und wir haben jetzt die Chance, hier mit der ganzen Community zu sitzen. Sehr, sehr nice. Und hier sitzen wir jetzt, haben die Celtics am Start. Richard macht gerade ein Layup. Derek White, Daniel Theis, alle sind da. Oh, Marcus Smart. Oh, der war top gewesen. Die Bulls sind auch schon da. Daniel Theis dominiert. Ey, die Bulls werden schon wieder so abgeschossen, weil sie einfach vorne keine Offense haben.
Guns N' Roses und Levine gespielt. Zerstört hier im ersten Viertel. Wow. So, Daniel. Yes! Ich will ja nichts sagen, aber Daniel Theis ist der Topscorer der Celtics. So, by the way, wenn ihr wissen wollt, was wir uns immer in der Halbzeit holen, dann sind es hier. Hi, can I get a hot dog, please? Leute, seid ihr bereit, die Amerikaner komplett durchdrehen zu sehen? Dann müsst ihr euch dieses Ding hier anschauen, das Duncan Race. Die Leute rasten aus. Hört ihr das, Alter? Was ist los hier? Und wir sind wieder in der Garbage Time. Leider haben die Bulls echt ihre Schwächen gezeigt während des Trips. Weil die einfach, dass sie keine Offense haben. Weil die Defense ist auch, naja, tough break. Halbe Halle ist unten leer. Oh! Schau mal, wie viele Green wir jetzt noch in der Halle haben. Das sind die ganzen Celtics-Fans, die geblieben sind. Und das Spiel ist aus. Ich muss sagen, das ist ziemlich tough für die Bulls. Dreimal waren wir jetzt hier, dreimal Blowout. Und es zeigt einfach, dass sie nicht wirklich ready sind für die Playoffs, meiner Meinung nach. Also, vielleicht die erste Runde aus, klar, aber im Moment sieht es sogar aus, als würden sie in die Play-ins rutschen. Und ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie sie sich das schlagen würden mit der Defense und mit der limitierten Offense, trotz der Rose und Levine. Das hier nehme ich doch als finalen Shot für heute mit. Guckt euch das an. Also natürlich jetzt nicht sonderlich schön, ne? Wir laufen gerade über die Interstate. Ist wahrscheinlich einiges laut, aber
Ich weiß nicht, wenn man auf diese Skyline zuläuft, finde ich es nice. Und da vorne ist die Gruppe. Es ist einfach so cool, dass es diese Saison noch geklappt hat. Ich meine, wie lange haben wir uns das überlegt? Wie lange haben wir geplant, ob das mal funktionieren könnte? Wir hatten diese Saison eigentlich schon abgeschrieben. Und jetzt hat es doch noch geklappt. Und wir sind mit den Jungs hier. Da sind sie. Und ich freue mich einfach extrem. Das war's für heute aus dem wunderschönen Chicago, Leute. Passt auf euch auf. Haut rein. Peace.